Hey, ihr sozial Verzogenen, Eltern und Pädagogen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Reformpädagogik in kurz sozusagen oder kurz erklärt. Wir hatten beim letzten Mal Jean Piaget, Entwicklungstheorien, vier Phasen. Ihr wisst, heute haben wir Emmy Pickler. Yes! Übrigens ist Emmy Pickler eine der Reformpädagogen, die auch ich als, ich sage jetzt mal, Vorbild genommen haben für die Krippenarbeit. Einmal, als ich in der Krippe selber gearbeitet habe, aber auch als Kita-Leiter, der eine Krippe organisiert hat oder organisiert hat lassen. Das war für das Konzept auf jeden Fall Vorbild. Emmy Pickler. Und was Emmy Pickler jetzt natürlich versteckt, erkläre ich euch jetzt. Die Ungarin Emmy Pickler ist 1902 geboren und 1984 gestorben. Ein Jahr bevor ich geboren bin. Sie war Kinderärztin in Ungarn und hat ein ganz spezielles Bild vom Kind gehabt. Denn sie hat ihren Fokus total auf Bindung gelegt. Bindung, A und O. Daher habe ich auch meine Ideen entwickelt, zu sagen, dass Bindung unglaublich wichtig ist und der Schlüssel zu jedem Lernerfolg ist. Sie bietet durch die Bindung die Sicherheit für den eigenen Rhythmus des Kindes, sich zu entwickeln. Das bedeutet, sie ist der sichere Hafen. Sie ist diejenige, die im Notfall Trost spendet, die im Notfall auch mal eine helfende Hand hat, aber in der Regel einfach nur durch diese Rahmenbedingungen, die sie erschafft, sage ich jetzt mal, den Kindern den Raum bietet, sich voll zu entwickeln. Und dadurch entwickeln die Kinder auch ein Vertrauen in den eigenen Rhythmus. Und natürlich sie ebenso, weil sie sieht ganz genau, okay, welchen Tonus folgen die Kinder, welche Bedürfnisse brauchen sie gerade gestillt, was suchen sie sich für Interessen, wo sind gerade die Ansatzpunkte, die sie ganz doll neugierig machen. Und darauf hat dann Emmy Pickler auch rahmenbedingt eingewirkt, beziehungsweise diese Rahmenbedingungen geschaffen, die dann auch den Bedürfnissen der Kinder angepasst waren. Aus dieser Situation heraus entwickelt sie praktisch ein Grundgerüst, wo die Kinder selbst realisieren konnten, boah, was verändert sich hier in der Welt? Was interessiert mich hier? Oh, dem folge ich. Jetzt folge ich diesem Thema. Und jetzt bin ich aber auch stark genug, um das nächste Klettergerüst zu schaffen. Jetzt bin ich schlau genug, sage ich jetzt mal, das nächste Puzzle anzufertigen. Durch ihre Art und Weise zu arbeiten, hat sie quasi den Kindern ermöglicht, selbst zu realisieren, wo ihre Stärken sind, welcher Neugier sie folgen, welchen Interessen sie folgen, was sie als nächstes entdecken möchten. Dadurch ist das natürlich passiert, dass sie gut beobachten musste, um wieder ein gutes Grundgerüst zu schaffen. Sie konnte beobachten, wie gut Kinder vielleicht ein Puzzle gelöst haben, konnte sozusagen ganz versteckt und durch die Hintertür auch das nächst schwere Puzzle vielleicht reingeben. Sie konnte durch ihre starke Bindung und durch ihre Nähe auch zeigen, hey, du bist auf dem richtigen Weg, hab Mut, sei stark, bleib auf dem Weg, versuch nochmal ein bisschen umzudenken. Aber das hat sie nicht frontal gemacht, wie so eine Art Lehrer, sondern eben durch ihre Sicherheit aus der Bindung heraus. Und so haben die Kinder sich ermutigt gefühlt zu merken, okay, ich kann das schaffen. Ich bin stark genug, ich muss nur den richtigen Weg finden. Und was der Grundsatz eigentlich von Emmy Pickler war, dass das Kind zu einer eigenständigen Einheit wird. Nicht dauernd fremdbestimmt irgendwelche Dinge tun muss. Nicht gesagt bekommt, ey, jetzt gehst du aber mal da an den Tisch und bastelst eine Runde. Oder jetzt gehst du Sport machen, weil du sollst dich mal bewegen. Oder jetzt gehst du mal raus und ziehst dich bitte ganz doll warm an, weil ich finde, es ist kalt. Sie war total darauf bedacht, dass die Kinder von Anfang an lernen, mit ihrem eigenen Kopf durch die Welt zu gehen und Dinge zu hinterfragen, auch verschiedene Sachen auszuprobieren. Und ich meine, gerade so ein Thema, ja, es ist kalt oder es ist so heiß, das sollen die Kinder selber entscheiden. Wenn ein Kind bei minus 2 Grad ohne Jacke rausgeht, wird es bestimmt nach 15 Minuten spätestens ungefähr merken, dass es doch ein bisschen kalt ist. Also sie hat das totale Vertrauen gehabt, dass die Kinder das selber regulieren können, wenn es Schwierigkeiten in bestimmten Prozessen gibt. Ja, das war Emmy Pickler, kurz erklärt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr nehmt daraus was mit. Emmy Pickler ist wirklich, wirklich cool. Und die Emmy Pickler Gesellschaft, die auch in Deutschland natürlich tätig ist, kann ich nur empfehlen. Wer da mal eine Fortbildung machen möchte, der klickt sich da mal rein. Ich lasse auch den Link mal da. Ansonsten hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr schon angelehnt an Emmy Pickler gearbeitet habt oder sogar eine Emmy Pickler Ausbildung habt. Ich würde mich total dafür interessieren. Ansonsten, wer noch mehr braucht, sozialverzogen.de
und den täglichen Quatsch und verzogenen Kram gibt es auf Instagram zweimal täglich. Ich freue mich auf euch. Bis dann, bleibt sozial verzogen und wir sehen uns. Ciao!